Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von TKKG, dem 11. Teil mit Film ab. Ja, hier geht es aber nicht um Let's Plays, sondern hier geht es um ein Filmstudio, soweit ich weiß, in dem Teil. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Teil schon mal gespielt. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so abnormal. Man kommt ewig nicht weiter, man bleibt ständig irgendwo hängen. Und das sind auch wieder so. Das ist auch wieder so ein Teil, wo man so unsinnige Sachen machen muss, die wo einen eigentlich so gesehen überhaupt nicht weiterbringen würden, aber sie sind halt trotzdem einfach. Man muss sie machen, obwohl es gar keinen Sinn macht. Ich hasse es. Jetzt schon. Gut. Wenn die Melly es hasst, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und gucken mal, was uns erwartet. An einem frostigen Nachmittag treffen Karl und Tim auf ein weiteres Mitglied von TKKG. Gabi Glockner. Ich finde den Vogel cool. Hast du noch für Soko? Soko? Wir so hinstolziert. Ach so, Sozialkunde. Es ist heiß hier, oder? Heiß? Ja, ich bin auf dem Weg zu Klößchen. Ich glaube, du bist krank, meine Liebe. Wir wollen zusammen lernen. Ich habe mich gerade nur ein bisschen ausgeruht. Mir ist irgendwie so komisch. Und puh. Das ist doch gar nicht so aus. Und? Hallo, Erde an Gabi. Ja, die ist vielleicht krank. Vielleicht hat sie Fieber, oder? Ach, ich muss euch was erzählen. Ihr glaubt ja gar nicht, wer vorhin hier auf unserem Schulhof war. Nein. Sven Eberling, ich meine Mikey Hobler. Das ist der, der den Sven Eberling aus der Fernsehserie Liebe macht Laune spielt. Ihr kennt ihn bestimmt. Nun hör erstmal Tiefluft, Gabi. Hast du Kaffee getrunken oder wieso bist du so aufgedreht? Kaffee? Wie kommst du auf Kaffee? Nee, mir ist nur ein bisschen schlecht. Also ich bin mir zu 99% sicher, dass das vorhin auf dem Schulhof Mikey Hobler war. Oh, Gabi, beruhig dich. Was willst du mit diesem Schönling aus der Fernsehserie? Oh, ich weiß, du kannst ihn nicht leiden, aber ich finde, er ist wirklich ein toller Schauspieler. Und er war hier. Boah, ist mir heiß. Allerdings trug er eine Sonnenbrille und hatte so ein merkwürdiges Muttermal an der linken Schläfe. Das war mir im Fernsehen noch nie aufgefallen. Na, vielleicht war er es doch nicht. Bestimmt war er das nicht. Muttermale können nicht kommen und gehen, wie sie wollen. Aber fürs Fernsehen wird Mikey doch geschminkt, Mensch. Nein, wollte er wollte sagen. Sich bestimmt einfach mal ganz ohne Schminke und das Volk mischen. Und wir haben ganz normal über die Schule geplaudert. Ach du Scheiße. Dort, am Baum. Oh Gott. Falls es überhaupt wirklich dieser Typ aus der Serie war. Ich meine, Liebe macht Laune. Wer in so einer beknackten Seifenoper mitspielt, hat andere Interessen und macht um jede Schulbank einen weiten Bogen. Ich glaube schon, dass es Mikey war. Er hat mir so einen Vitamin-C-Bonbon angeboten. Und so kamen wir ins Gespräch und was war das für Bonbons? Ein Bonbon? Bist du sicher, dass es Vitamin C war? Aha. Deswegen geht's dir so gut, ne? Und bist du komisch? Mensch, Gabi. Und wenn das am Ende kein Vitamin C, sondern eine Droge war? Du weißt doch, dass sich diese Drogendealer manchmal an Schulen rumtreiben. Vielleicht wollte er dich gefügig machen. Mikey ist Schauspieler, kein Dealer. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Sie und ihr Mikey. Gabi, geht's dir gut? Wie sie guckt. Ist alles in Ordnung? Puh, mir war eben bloß etwas schwindelig. Das wird am Prüfungsstress liegen. Nee, das ja, sicher. Oh, ist mir übel. Na, ich muss jetzt auch gleich los. Geh mal lieber zum Arzt. Lass dir mal Blut abnehmen. Tim und Karl sind um Gabi sehr besorgt. Sie hatte sich merkwürdig benommen. Ja, aber zum Arzt gehen wir nicht, oder? Ob es wirklich nur ein Vitamin-C-Bonbon war, das Gabi angeboten wurde? Der erste Schritt wäre doch zum Arzt zu gehen, oder? Im Normalfall schon. Ja. Also ich muss jetzt ganz ehrlich mal kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob euch der Vogel aufgefallen ist. Ich fand einfach mega geil, wie er wie ein Soldat die ganze Zeit stolziert ist. Ich fand das einfach mega awesome. Ja, hat auf jeden Fall was Belustigendes gehabt. So, ja, die Karte hat sich nicht geändert, wie ihr seht. Willi. Oder? Hat sich eigentlich nichts geändert, ne? Vom ersten Teil, also vom letzten Teil. Vom letzten Teil her hat sich jetzt nicht viel geändert. Wir binden jetzt mal Klößchen mit ein. Dazu würde ich sagen, geben wir die Villa Sauerlich, oder? Ja. Ist auch neu, ne? Das also im letzten Teil war es ja auch so, dass wir erstmal die ganzen Leute zusammensuchen müssen. Sonst mache ich bei dem Frost noch den Zitteraal. Den Zitteraal? Klößchen nicht auf seinen Ohren. Tim, mach uns den Zitteraal. Klößchen macht doch wenig auf, macht doch immer die Tante Bertha hier, wie heißt die? Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Du bist doch nicht der Herr des Hauses. Blöde Kante. Oh, aua.
Seit wann machst du auf? Was ist denn hier passiert? Schon seit wann macht er denn auf? Gabi war beim Referat zuerst kaum zu bremsen, aber dann ist ihr übel geworden. Und hat sie gekotzt. Ich habe das Malheur schon behoben. Jesus, na Gabi. Ach, Tim. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Keine Sorge, es geht mir wieder besser. Bist du dir ganz sicher? Mein armer Schatz. Ich hab dich lieb. Das sind Drogen gewesen. Kannst mir erzählen, was du willst. Wir haben keine Zeit für Liebeleien. Im letzten Teil haben mich die beiden schon aufgeregt. Kann ich irgendwas anfingern? Oder im vorletzten Teil war's. Entschuldigung. Also ich hab's einmal gespielt, hab's da gehasst. Oder zweimal habe ich's gespielt. Weiß jetzt nicht mehr. Einmal oder zweimal. Und ich habe keine Ahnung, wie wir vorankommen, wie es vorangeht, wie schnell, wie langsam. Ich guck einfach. Oh, ich bin sowas von müde. Legst du ein bisschen Schlaf? Das ist deine Argumentation zu allem? Oh Gott. Oh Mann, wenn uns nur nicht so die Zeit im Nacken sitzen würde. Aber Gabis Gesundheit geht natürlich vor. Ja. Ist doch klar. Sicher? Scheiß drauf, wie es Gabi geht. Okay, also hier passiert auf jeden Fall schon mal sehr viel wieder. Man ist es gewohnt. Ach, Döschen haben wir noch nicht mit drin. Nee. Müssen wir erst noch umstimmen. Meine Mordskälte. Ich hoffe, Klößchen hat ordentlich geheizt und hält die Türen geschlossen. Ob er dann überhaupt meinen Leuten hört? Machen wir die Probe aufs Exempel. Warte. Ob er dann überhaupt meinen Leuten hört? Was hat denn das damit zu tun, wie warm oder kalt es ist? Keine Ahnung. Wegen dem Wind oder was? Ich komme schon. Aber im Haus hört man es klingeln genauso gut, also es macht eigentlich keinen Sinn. Grüß dich, Klößchen. Hallo, Gabi. Sag mal, was riecht denn hier so streng? Hat jemand gekotzt? Ich hab gekotzt. Ja. Gabi musste sich übergeben und hat es nicht mehr bis zu einem der Badezimmer geschafft. Ja, bis zu einem der sechs Unser Badezimmer, oder? Unser Grundguter Klößchen hat gleich alle Spuren beseitigt. Freut mich, dass es dir wieder etwas besser geht. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass sie sich übergeben hat. Das heißt nicht, dass es einem dann besser geht. Ich glaube, wenn Klößchen mal seinen Heimtrainer benutzen würde, würde es ihm genauso schlecht gehen. Hier schon mal drei Bengel für Charlie. Ja, ich hab's vorhin schon gelesen. Ne? Voll der Abklatsch von drei Engel für Charlie, oder? Was für ein schönes, weiches Bett für ein feines, tiefes Schläfchen. Oh, soll sie sich halt ein bisschen hinlegen? Ja, das wird nicht. Klößchen schon überleben. Oder geh nach Hause und belästige uns nicht. Ich verstehe das nicht. Was? Eben sprudelte Gabi noch über vor Energie und jetzt liegt sie da wie ein schlaffer Sack. Sie liegt nicht da. Entschuldigt. Ich wollte keinem zu nahe treten. Uns trittst du nicht zu nahe. Ich bin kein Schlafersack. Ich sitze hier mit durchgestrecktem, aufrechten Rücken und frage mich, warum du nicht mit in unser Team kommst. Frage mich auch, ja. Na gut, dann gehen wir halt eben erst ins Internat und schauen uns den stolzierten Soldaten an. Boah, ist das kalt. Ich weiß schon, warum ich im Winter frisch gepressten Orangensaft trinke. Hör auf damit! Ohne diese tägliche Ration Vitamin C... Oh. Würden meine Abwehrkräfte auf Null sinken. Das ist ja gehört. Sag mal. Also, ich frage mich, ob Gabis Bonbon tatsächlich nur dieses Vitamin enthielt. Und mit wem redest du eigentlich? Als ob wir diesen Scheiß, also wir das scheiß Futter für ihn einfach umsonst da reintun, ne? Wie er es runterkickt. Schau, wie frech. Schmeckt dir unser Essen nicht, ja? Bist du dir zu fein dafür? Dummer Vogel. Keine Schuhabdrücke. Und wohl auch sonst nichts von Belang. Eine Zigarettenpackung. Was ist denn das? Ein Ali-Spirali. Oh, das sieht doch sehr nach Ecstasy aus oder irgendwas. Eine merkwürdige Tablette. Ali-Spirali, das hört sich wenn so ein bisschen... Wenn er ein Dealer war, könnte er sie verloren haben. Warte das ist mal. Doch so typisch vielleicht für Drogen. Vielleicht gleicht sie dem sogenannten Vitaminbonbon, nein, das Gabi angeboten wurde. Was ich denn? Ich stell sie lieber mal sicher. In dieser Folge ist Dr. Podonski wieder. Oh, ja, klar, Medikamente, da kennt er sich am besten aus, ne? Scheiße. Ach so, aus dem Vogelhäuschen. Unser Liebling ist back. Eigentlich ist Rauchen auf dem Schulgelände verboten. Ja. Ich kapier nicht, wieso es manche Kids trotzdem tun. Seit wann werden auf dem Schulgelände immer alle Regeln eingehalten? Einen Erwachsenen, der nach Nikotin süchtig ist und sich die Lunge aus dem Hals hustet. Vogelmist. Die Exkremente einer Meise. Schön, dass du das auch geklärt hast. Außer Acht lassen. Vogelmist. Was ist das? Ein Blatt? Blätter vom Spätherbst. Im Ernst jetzt? Ja, ich weiß nicht, wir können echt jeden Scheiß anklingen, oder? Das ist tatsächlich ein Pfennig und kein Centstück. Verrostet und angegammelt. Ja, sehr aufschlussreich, vor allem mit den Blättern, hat mich sehr interessiert. Konnte ich mir auch vorher gar nicht denken. Dass es dann doch Blätter waren, hat mich echt verwundert. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Das war's jetzt, oder was? Das ist sehr verhalten, der Anfang hier irgendwie, gell? Ein bisschen. Wundert muss ich mich das Gabi zeigen? Gabi, guck mal.
Moment! Moment! Ich komme schon! Nee, das ist bald. Ah, scheiße. So richtig auf den Posten bist du wohl noch nicht, Gabi? So muss sich Don Röschen gefühlt haben, kurz bevor sie in ihren 100-jährigen Schlaf fiel. Oh Gott. Du bist aber nicht Don Röschen, meine Liebe. Gestochen und kein Referat über Freilandprinzen geschrieben. Lass gut sein, Klößchen. Stell dir mal vor, wie sie im Gehege rumhüpft, eingezäunt mit ihrer Krone. So, Gabi, jetzt guck dir mal die Tablette an. Kennst du die? Ja, Alispirali. Gabi, ich weiß, du bist müde, aber ich muss Gewissheit haben. Sah so die Vitamintablette aus, die du von diesem Mikey oder wem auch immer bekommen hast? Das Bonbon. Ist doch kein Bonbon, Mann. Sieht man doch. Du bist so dumm, Gabi. Aber nein, bei mir stand etwas anderes drauf. Was stand denn bei dir drauf? Nicht Ali Spirali. Sondern etwas auf Englisch. Englisch, naja, so macht's auch nicht unbedingt Smack besser. Beauty. Außerdem war kein Pilz abgebildet, sondern ein Hengst, der sich aufbäumt. Ach, das ist ein Pilz, ich aus dem Totenkopf. Solltest du mit deinem Verdacht recht gehabt haben? Naja. Jeder weiß doch, dass wo Bilder drauf sind. Und ein englischer Name. Diese Tablette haben wir auf dem Schulhof gefunden. Diese... Gabi hat man eine ähnliche Tablette als Vitaminbonbon angepriesen. Das ist typisch, solche Tabletten für Drogen. Ein bekannter Seriendarsteller Kostproben verteilt. Das war, kennt eigentlich jeder mittlerweile. Euch meine Wut sicher vorstellen. Die Motive ändern sich halt und die Namen, aber... Nein, eher glaube ich, es war doch jemand anders, der mir das Teufelszeug gab. Oh Gott. Gehen wir uns mal in der Apotheke über solche Tabletten schlafen. Dein heiliger Typ ist natürlich unantastbar. So ein Gut. Den müssen wir stoppen. Ich finde, wir sollten diesen Mikey trotzdem aufsuchen. Er ist ja unser Verdächtiger Nummer 1. Worauf warten wir? Ich finde, wir sollten versuchen, weniger zu reden, während die reden, weil man sonst nicht viel versteht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Ich komme vielleicht nicht so locker mit dem Referat voran, aber es würde mir nicht im Traum einfallen, Pillen zu schlucken, um mein Gehirn auf Turbo zu schalten. Turbo? Turbo ist gut. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wirbel. Wunderbar. Wieder was dazugelernt. Ja. Hat mich nur nicht interessiert. Schön, aber war's. Gut, dann haben wir jetzt endlich alle beisammen. Ja. So, wunderbar. Gut, wo können wir jetzt hingehen? Wo können wir hingehen? Gehen wir als erstes Rodonski, doch... oder? Jetzt können wir nicht mehr ins Internat. Das ist jetzt für uns tabu. Ja. Jetzt gehen wir mit Gabi zu Brodonski. Oh ja. Der gute alte Brodonski. Liebe macht Laune. Du siehst ein wenig blass um die Nase aus. Geht es dir nicht gut? Ich habe was Falsches gegessen und mich übergeben. Ah, da ist schon die Drogentabelle. Wenn es öfter zu solchen Beschwerden kommt, empfehle ich dir dringend den Gang zum Arzt. Jetzt kannst du es sagen. Ich habe so einen Redefluss. Ich wollte sagen, da drüben ist schon die Drogentabelle hier. Nein, bloß wir wollten doch weniger reden, während die reden. Was ist, ja, versteht man klar, ja ist nichts. Ja auch besser so. So also können Ecstasy-Tabletten da. Da ist es. Sind das für Pfoten vorne? Bei dem Hengst? Smack Beauty, der Hengst, der sich aufbäumt. Oh Mann, dann habe ich auf dem Schulhof tatsächlich eine Partydroge bekommen. Mhm. Von wegen Vitaminbonbon. Aber die andere Tablette, die mit dem Pilz, kann ich nicht entdecken. Schade, dass Herr Brodonski bei diesem Thema so stur ist. Wenn ich nur mit der Person reden könnte, die dieses Plakat aufgehängt hat. Habt ihr schon mal... Jetzt mal Real Talk. Habt ihr schon mal so eine scheiß so eine Drogenkarte in der Apotheke gesehen? Also ich nicht. Ich auch nicht. Das ist schon sehr komisch. Herr Brodonski, gucke mal. Herr Brodonski, neulich habe ich eine ähnliche Tablette wie diese. Gabi, Gabi, Gabi. Ja. So etwas dulde ich in meiner Apotheke nicht. Aber... Ja, aber aushängen, die ganze Scheiße. Kein Wort. Geh jetzt. Was? Ganz ehrlich, wenn du den Scheiß aushängst, musst du doch auch mit Fragen über dem Thema rechnen. Sag mal, was bist du denn? Hat er mich gerade rausgeschmissen? Ja. Der hat dich an den Haaren gezogen raus. Wer bist du? Ach du Kacke. Hallo, mein Name ist Gabi Glockner. Ist Herr Brodonski nicht da? Grüß dich, Gabi. Gesundheit. Gesundheit! Mein Chef ist hinten. Ich hole ihn rasch. Nein. Nein, nein, vielen Dank. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass er nicht da ist. Ich hätte da ein paar Fragen zu einem Fall, bei dem es um Drogen geht. Die Jungs und ich, also wir sind die Detektive von TKKG. TKKG? Natürlich. Herr Brodonski war euch doch früher schon behilflich. In puncto Drogen ist er total strikt. Das musst du ihm nachsehen. Er hat eine altmodische Einstellung. Neulich besorgte er seiner Enkelin zum Geburtstag so ein langweiliges Heile-Welt-Buch mit Pferdchen für Mädchen, wo stets alles brav und fair zugeht.
Dabei ist sie 17. Ach du Scheiße. Ich heiße übrigens Sissy. Wir können doch du zueinander sagen. Hm? Gerne, Sissy. Es ist schön, sich mit jemandem so locker zu unterhalten. Also das erste Mal, als ich sie gesehen habe, musste ich eigentlich erst mal denken an Cruella de Vil. Ja, ein bisschen. Cruella de Vil. Und so spindeldürr, irgendwie macht mir ihre Erscheinung ein bisschen Angst. Ja, nachdem die Weiber sich jetzt angefreundet haben, können wir ja weitermachen. Dass sich Sportler für ein Leben ohne Drogen einsetzen, ist meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert. Ja, stimmt. Herr Brodonski sagt, die Jugend braucht Vorbilder. Nur stellt sich die Frage, was für welche? Oft sind es ausgerechnet Sportler, die sich bei Leistungsdruck mit Drogen vollpumpen, um aus Wettkämpfen als Sieger hervorzugehen. Das stimmt. Das nennt man Doping. Ach, Doping. Wirklich? Das nennt man Doping, nicht Doping. 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 Reden wir hier von Dobby von Herr der Ringe, Harry Potter, Entschuldigung. Das nennt man Doping. Leute, ne? Also, wenn sich Sportler Doping Sachen einwerfen, um fitter zu sein, dann nennt man das Doping. Was meinst du zu dieser Tablette, Sissy? Wir ermitteln in einem Fall und haben den Verdacht, dass jemand auf dem Schulhof dealt. Auf den ersten Blick sieht es wie eine Ecstasy-Tablette aus. Mhm. Aber diese Sorte kenne ich nicht. Es kann sein, dass da noch andere Stoffe untergejubelt worden sind. Man müsste sie genauer untersuchen. Ja, bitte. Kannst du das für uns machen? Man könnte sie im Hinterzimmer zerkleinern und unter das Mikroskop legen. Dann mach das bitte. Wenn Herr Brodonski das mitbekommt. Nein, nein, das ist mir zu riskant. Ich würde es auch selbst bitte machen, wenn Herr Brodonski mal nicht da ist. Lenken wie gesagt, lieber nicht. Tut mir leid, Gabi. Aber, außerdem, nur weil du es nicht kennst, heißt es noch nicht, dass es kommt doch immer wieder neue Drogen auf den Markt. Also, da musst du dich fortbilden jetzt, komm. Seit wann gibt es Ecstasy eigentlich? Ist Ecstasy nun so richtig verboten oder nicht? Ecstasy ist so richtig verboten, denn Ecstasy ist so richtig eine Droge. So richtig verboten oder so halb? 1986 fiel die Grundsubstanz des Ecstasy unter das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Sie war verboten. Was machten die Leute, um das Gesetz zu umgehen? Sie entwarfen in ihrem Geheimlabor chemische Abkömmlinge mit ähnlicher Wirkung. Die kamen im Gesetz nicht vor, weil es sie ja nicht kannte. Man spricht von Designerdrogen, weil die Zutaten der Droge immer wieder neu designt. Ah. Also neu entworfen werden. Ah, ich verstehe. Bei dieser Vielfalt an Tabletten hinkt das Gesetz immer hinterher. Und ständig gibt es einen neuen Stoff. Ich habe immer gedacht, das heißt Designerdrogen, weil sie so modern sind, so sowieso Designerhandtasche. Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so genau mit dem Wort immer so auseinandergesetzt, Designerdrogen. Ich dachte halt auch, dass irgendwas hat was mit irgendwelchen modernen Zeitalter zu tun, aber ich habe mich da auch nie für interessiert, weil mit Drogen habe ich halt nichts am Hut. Ja, und deswegen auch nicht hinterfragt. Ist Ecstasy nun so richtig? Seit wann gibt es Ecstasy eigentlich? Ecstasy ist synthetisch, denn es wird künstlich in Chemielaboren hergestellt. Es bezeichnete zunächst eine einzige Substanz, MDMA. Das steht für Methylendioxymethanamphetamin. Oh, sag das mal ganz schnell dann hinterher. Anfang des vorigen Jahrhunderts als Appetitzügler auf den Markt. In den 50ern interessierte sich das Militär dafür, in den 70ern die Psychiatrie. Seit den 80er Jahren taucht sie in vielfach abgewandelter Form als Spaß- und Gute-Laune-Droge auf Partys auf. Die meisten pfeifen wahrscheinlich auf gesundheitliche Risiken, weil der Glücksrausch das Gegenteil vorgaukelt. Sehe ich richtig? Weiß ich nicht, was siehst du denn? Ja, was haben auch denn diese Artikel mit meiner Lieblingsserie zu tun? Was denn? Deine Lieblingsserie ist das auch? Ja. Es sind Merchandising-Artikel. Ach was. Merchandising sind ja sehr rausgeputzt. Den Verkauf aller Produkte rund um eine Serie oder einen Film. Damit verdient die Produktion viel Geld. Ich habe das mir weiß neulich ich eine Tasse gekauft mit Mikey Hobler drauf. Den finde ich richtig süß. Mikey, oh Gott, wie schnucklig. Dass er keine Autogramme gibt. Ja. Das ist so Wenn unhabbar. Ich sie ein Autogramm besorgen könnte, würde sie mir bestimmt einen Gefallen tun. Oh nein. Ja, toll. Jetzt Bitte hast du uns wieder nicht was eingebrockt, Gabi. Oh, die Zibbel. Oh Gott. Ganz ehrlich, wie hässlich waren denn die Merchandise-Artikel? Das war doch mit null Liebe gemacht. Ah, kann ich nochmal?
Oh Gott. Ganz ruhig. Aber wenn ich jetzt draufklicke, sitzen wir jetzt nur mit dem gleichen Mist. Ja, bestimmt. Achso, ich kann gar nicht. Kannst nicht mehr, okay. Nee. Gott sei Dank. Seit wann gibt es Ecstasy? Ist Ecstasy nun so? Nein, okay. Oh Gott, na jetzt muss ich was fragen. Ist Ecstasy 1900? Ja, ich kann es wegklicken. Gott sei Dank. Okay. Da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, den Timer anzustellen, während wir das Video gestartet haben. Super, ich habe keine Ahnung, wie lange das Video schon geht. Guten Tag, Willi Sauerlich. Guten Tag, Podonski. Hat deine Mutter den Flug nach Südamerika gut überstanden? Ja, klar. Oh, ja. Von Ihnen hat sie also das Mittel gegen Reiseübelkeit. Das wurde aber Zeit. Während mein Vater seine Flüge genießt, füllt meine Mutter ständig diese grässlichen Tüten. Grauenhaft. Es freut mich zu hören, dass ich behilflich sein konnte. Da hat jemand seinen Schirm vergessen. Darf ich mich auf die Waage stellen? Die explodiert er mit Sicherheit. Nein, das machst du jetzt nicht. Wir wollen mehr Sport und weniger Schokolade würde auch dir gut tun, Willi. Das geht, mein Gewicht geht die ganze Zeit. Wenn deines im Körper Stoffe freisetzt, die Glücksgefühle hervorrufen. Das kann Schokolade auch sehr gut. Brauche ich keinen Sport dazu. Das stimmt allerdings. Boah, das war aber schon ein bisschen, ne? Ja, das war ein richtiger Tritt in den, hat uns anal wirklich genommen. Gucken Kinder zu. Abo. Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Kennen Sie einen Schädling namens Hexenbesen? Hexenbesen? Was hat denn das jetzt mit dem Fall zu tun? Ja, klick doch mal an, ist doch schön. Hexenbesen, lateinisch Crinipellis perniciosa. So heißt ein Pilz, der vor einiger Zeit in den Kakaoplantagen Südamerikas wütete. Er hat sich stark vermehrt, nachdem man für eine Rekordernte zu viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt hat. Okay. Die Leute glaubten, ihm mit dem Messer beizukommen. Aber das Gegenteil war der Fall. Zwei dabei. Die freigesetzten Pilzsporen sorgten für eine rasante Vermehrung. Ich hatte ganz vergessen, dass Sie Pilzexperte sind. Mein Vater meint, der Hexenbesen habe schon ganze Landstriche verwüstet. Also ich muss bei Hexenbesen so eigentlich ein Schlingel. Immer nur an einen Besen denken. Aber gut. Ja, ich irgendwie auch. Ich habe da ganz komische Bilder im Kopf. So von Harry Potter oder so. So. Stell mal einen Pilz vor auf dem Besen, der irgendwie fliegt. Das ist auch lustig. Okay. Kennen Sie einen Schädling? Yeah. Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Ich finde, du bist reichlich jung, um dich mit diesem Thema zu befassen. Das sieht dann aus wie Gab. Wer Drogen nimmt, geht eine Gefahr ein. Außerdem ist es illegal. Du würdest dich strafbar machen. Ja, das wissen wir doch. Das ist doch nur eine Frage, Mann. Es soll ja ganz Abgebrühte geben, die welche wie selbstverständlich bei sich tragen. Wo denken Sie hin? Aber Sie machen es einem nicht leicht. Gesetzt den Fall, jemand wolle davon loskommen und sich Ihnen anvertrauen. Ja. Also, außerdem, ich habe ja nur gefragt, wie verhält sich denn einer, wenn er auf Drogen ist? Nicht, wie geil fühlt sich der Trip an, sondern ich habe nur gefragt, wie verhält sich einer, wenn er den Drogen genommen hat? Das ist, wenn man zum Beispiel den Verdacht hat, dass sein Freund oder Bekannter oder eine Familie jemand Drogen nimmt. Und dann will man da mit zu ihm kommen. Ja. Und er fährt einen dann so an. Naja, allein schon, weil er, wie gesagt, auch die Drogen ausgehangen hat, die verschiedenen Pillen. Und keine Macht, den Drogen, bla bla bla. Aber über Drogen reden darf man nichts fragen. Das ist dann, da reagiert dann allergisch. Ich reagiere auch allergisch auf sein hässliches, fettes Gesicht. Und wenn man möchte, ihn so sein Schädel so ein bisschen aufsägen, ne? Und sein Gehirn gegen die Wand klatschen. Was denn? Melli guckt gerade ganz schockiert. Du, irgendwie machst du mir Angst. Ich glaube, ich teile meine Fantasie mit den Fans. Hallo. Schönen Tag, Herr Brodonski. Ist das ganz schön kalt geworden? Okay. Grüß dich, Karl. Es gibt kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Ja, Sie sagen Mutter. Es. Kennst du seine Mutter? Die liebt wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, wenn, dann möchte ich die nicht mehr sehen. Der hat wahrscheinlich so tiefe Falten wie so ein poröser Schwamm. Ihr kennt ja, ne? Wie so ein Schwamm aussieht. Meine neue Kollegin so ein poröser. Hat das alte Plakat mit den Heilpflanzen gegen eins mit diesen Partydrogen ausgetauscht. Ja, Gott sei Dank, da steht doch Finger weg. Ecstasy-Tabletten. Ecstasy. Ich finde ja, jungen Leuten sollte das Zeug nicht auch noch gezeigt werden. Warum? Aber Frau Schulze ist der Meinung, man könnte nur vor etwas warnen, was man kennt. Was man schon mal gesehen hat. Ja, so ist es.
Also, ganz ehrlich, du bist doch, ja, sie hat recht auch, aber ich frage mich wiederum über ihn. Er ist doch der fucking Besitzer der Apotheke. Ja. Dann soll er halt sagen, nein, ich möchte nicht, dass er aufgehangen wird. Also, er regt sich auf, aber lässt es aufhängen. Also, das ist, nein, einfach nein. Wir machen weiter. Weiter im Text, so. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Warum haben manche Tabletten eine Rille? Zum Teilen manchmal ja. auch. Eine Rille, denke schon, oder zum Teilen ist die eigentlich, damit man sie leicht halbieren eine kann. Eine Tablette leichter zu halbieren, um die Dosierung so zu verfeinern, wie es der Beipackzettel empfiehlt. Mhm. Es macht ja bereits einen Unterschied, ob es um kranke Kinder oder kranke Erwachsene geht. Manche beachten Doch. Nicht die Angaben der Pharmaindustrie und verfahren nach dem Motto, je mehr, desto besser. Das kann fatale Folgen haben. Nicht umsonst wird den Leuten eingetrichtert, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, aber nicht, wenn es um Drogen geht, denn dann kriegt er einen Ausraster. Entschuldigung, der muss jetzt einfach irgendwie sein. Das war nicht lustig, ja? Herr Podonski nimmt seinen Job einfach ernst. Doch, ist ganz schön lustig. Warum haben manche Tabletten... Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Das interessiert eigentlich keiner. Nee. Trotzdem. Lieber Himmel, nein, nein, nein. Also, wenn ich sehe, wie sich im Fernsehen die dümmsten Esel blamieren und ein ach so gewitzter Moderator seine Schau abzieht. Kein Bedarf. Also mir würde auch mulmig werden bei dem Gedanken, nach einem Patzer von jedem Passanten als der größte Depp der Nation angestarrt zu werden. Herr Wodonski hält sich schon für was Besonderes, ne? Mhm. So ein ganz gescheites Kerlchen. Guten Tag, Herr Wodonski. Das macht mich irgendwie gerade ein bisschen verrückt. Oh, hier hat sich ja einiges getan. Guten Tag, Tim. Was hat sich denn getan? Ja, das habe ich meiner neuen Kollegin zu verdanken. Frau Schulze meinte, in meiner Apotheke würde etwas frischer Wind ganz gut tun. Ja, am besten wäre, wenn du auch weg wärst, aber. Wie sagt das alte Sprichwort? Geht halt leider nicht. Neue Besen kehren gut. Ich finde, die Apotheke wirkt jetzt etwas moderner. Naja, moderner. So viel hat sich jetzt nicht verändert. Also ist halt nicht, dass das ganze Erscheinungsbild jetzt auf einmal hier wunder wie Doch, moderner. Doch, wenn er weg wäre, dann wäre ja, wenn er weg wäre, wenn er einmal Keine ein Papier kommt. Keine Macht den Drogen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die Jugend braucht gute, vor allen Dingen standfeste Vorbilder. Darum machen oft prominente Sportler Werbung für ein drogenfreies Leben. Es heißt nicht umsonst, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Was wolltest du sagen? Ich hab grad gesagt, weil du mich gefragt hast, ich habe gesagt, wenn er im Papierkorb wäre oder in der Mülltonne quasi, dann... Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente ausfahren? Kann ich dich nicht gegen Tisch hier hauen oder so? Wie gut kennen Sie sich mit Drogen aus? Oh ja, damit er gleich einen Ausraster kriegt. Mhm. Mein lieber Tim, ich bin Apotheker. Du glaubst ja nicht, was ich schon für unglückselige Jungs und Mädels gesehen habe. Die ganz unbedarft rauchen, trinken, Pillen schlucken. Ja, sich wer weiß was spritzen. Sowas oder gibt's. Durch die Nase ziehen. Mhm. Auch in deinem Alter. Was Sag mal, woher rührt denn dein Interesse? Boah, ich Keine Sorge, mich persönlich interessiert das Zeug überhaupt nicht. Ich war doch nur... Boah, ich hab hier so eine Ampulle gefunden, ich wollte mir das Zeug aber mal reinhauen. Wieso ist er denn immer gleich so entsetzt, nur weil man eine ganz simple Frage stellt? Ja, du hast doch schon von der Assistentin gehört, dass er einen relativen Schaden im Hirn hat. Ja. Wer hier einer 17-jährigen Bücher von Heile Welt schenkt, ne, der... Nein. Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente ausfahren? Tut mir leid, Tim. Zurzeit haben wir keinen Bedarf. Schade. Bestellt keiner mehr, oder was? Gehen wir mal mit Klößchen vielleicht in die Villa? Mit eben waren wir jetzt noch nicht da. Ein kleinen Klos. Wenn meine Eltern aus Südamerika zurück sind, werde ich Papa mal fragen, wann er gedenkt, mit dem Lohn herauszurücken. Was für ein für Lohn? Für eine Woche Haussitten plus Heizerbonus und Treppensteigerzulage. Ja, aber Alter, betreib mal, ey. Du lebst hier im Luxus, kriegst alles in den Arsch geschoben, Alter, und willst jetzt hier so auch noch Geld, damit du im Haus deinen Arsch breitsetzt. Ohne Haushälterin wird mir erst klar, wie viel Arbeit sie mir sonst täglich abnimmt. Ja, siehst du mal. Ich dachte halt, ich könnte irgendwas anklicken. Vielleicht können wir mit dem Dino spielen. Ach. Nö, leider nicht. Bisschen Fitness, auch nicht. Ich kann ja gar nichts machen. Drei Bengel für Shirley schauen? Mhm. Können wir auch nicht. Ja. Ja, was sollen wir denn hier? Ja, ich...
Mir fällt uns ja nur die Decke auf. Bin jetzt gerade im Überlegen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Hängen wir schon, gell? Mit Gary, so viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich noch gar nicht, gell? Armer Klößchen. Ich bin im Moment nicht gerade eine Hilfe bei dem Referat. Das stimmt wohl. Wie ich ihn kenne, erledigt er meinen Teil auch noch. Ja. Damit wir vor der Klasse keine halbe Sache machen. Jetzt hat wahrscheinlich mit Schokolade im Bett. Ich eile. Nicht weggehen. Als ob er irgendwie 300 Stufen rennen müsste. Hast du eine Ahnung, wie lange wir noch für dieses Referat brauchen werden? Also, die Einleitung steht, die Statistiktabelle ist ausgewertet und die Quellenangaben sind so gut wie komplett. Aber an den Ausformulierungen hapert es gewaltig. Oh Mann, und bis Montag muss alles fertig sein. Was haben wir jetzt? Ich sehe schon ein arbeitsreiches Wochenende vor wahrscheinlich uns. Wahrscheinlich Freitag, oder? Ja, ist doch nicht so tragisch. Frühestens am Samstag jetzt. Und wenn wir eine dieser obdachlosen Zeitungen mit in den Unterricht nehmen, die einem unterwegs verkauft werden? Ah, du denkst an die armen Straßenverkäufer. So viel ich weiß, dürfen sie die Hälfte der Einnahmen aus dem Erlös aller verkauften Zeitungen als Lohn behalten. Ein gutes Beispiel für Selbsthilfeprojekte. Da guckt er einfach wieder rein. Das war jetzt so super hilfreich. Das hat halt einfach gar nichts gebracht. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, einfach mal mit allen nochmal zu Klößchen. Ich meine, irgendwie müssen wir jetzt weiterkommen. Es gibt ja jetzt Moment, nicht so viele Möglichkeiten gerade. Ich komme schon. Geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es bei dir etwas Neues, Klößchen? Wo ist denn Gabi? Meine Eltern haben gerade angerufen. Ja. Sie müssen noch etwas länger in Rio de Janeiro bleiben. Na super. Ah, sie sind an diesem berühmten Glockenberg, der wegen seiner Form auch Zuckerhut genannt wird. Ein eindrucksvolles Wahrzeichen. So, nachdem wir genug geschwärmt haben, können wir dann jetzt vielleicht... Weitergebracht hat es uns jetzt auch noch nicht. Ich komme vielleicht nicht so locker mit dem Referat voran, aber es würde mir nicht im Traum einfallen, Pillen zu schlucken, um mein Gehirn auf Turbo zu schalten. Das wissen wir jetzt. Turbo? Hat Gabi auch nicht mit Absicht gemacht. Turbo ist gut. Nein. Oh, das Wort bitte. Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wirbel. Ist schön, das interessiert Chris auch. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Gabi hat sich das ja auch nicht mit Absicht reingeworfen. Mhm. Ja doch. Post ja ist da. Doch. Der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Ich würde mal hey, Klößchen, was hat er sich da angehauen? Sind deine Eltern noch lange in Südamerika? Gute Frage. Eine Woche soll's wohl dauern. Sie hocken auf einer Tagung in Brasilien. Es geht um die Züchtung einer neuen Kakaopflanze, die nicht mehr so anfällig ist gegen Schädlinge. Wegen denen gab es letztes Jahr erhebliche Einbußen bei der Ernte. Das klingt ja fast so, als würde eure Existenz auf dem Spiel stehen. Ein Sauerlich so gehört in seine Villa und nicht auf die Straße. Und daran wird sich nichts ändern. Lass es dir gesagt sein. Auch wenn ich mich jetzt als vollkommener Idiot oute, ist Brasilien in Amerika? Er hat gerade gesagt, sind deine Eltern noch lange in Amerika. Und dann kam Brasilien ins Spiel. Ich dachte, Brasilien in Amerika sind... Vergesst, was ich gesagt habe. Ist Brasilien in Amerika? Wir reden jetzt lieber nicht über irgendwelche geografischen Sachen. Geht ihr so mit eurem Material fürs Referat um? Das ist ja ganz zerknickt. Was? Ach so. Alles cool. Nein, das ist bloß meine Fernsehzeitschrift. Du kannst gerne einen Blick hineinwerfen. Liebe macht Laune. Schon wieder diese Seifenoper. Ach, an der kommt niemand vorbei. Melly weint gerade, sie kann es nicht ertragen. Das tut mir so leid. Wer ist denn das? Ach, das ist hier diese... Dieser Mikey Hohner. Wir sind hier in der Fernsehzeitung, sehe ich, kapiere ich jetzt erst. Gott, Leute, wann habt ihr eigentlich zuletzt in eine Fernsehzeitung geguckt? Jetzt mal so im Ernst. Also ich habe vor... Boah, ich habe mich gerade zum absoluten Vollhorst erklärt. Oder? Also ihr müsst wissen, ich bin geografisch, das ist so eine absolute Vollhorst. Wir lösen es im nächsten Teil auf, okay? Ob du recht hast oder nicht. Wieso? Ja, du weißt es doch. Weil ich es jetzt lustig finde, das jetzt so im Raum stehen zu lassen. Nein, Leute, ich bin echt geografisch eine absolute Vollniete und ich weiß solche Dinge manchmal nicht, weil ich mich damit auch nicht beschäftige. Und wenn ich dann solche Fragen stelle, denkt ihr wahrscheinlich, dass ich ein kompletter Vollidiot bin, was ja auch wahr ist, aber so ganz so dumm bin ich nicht. Wir klären es im nächsten. Wir wissen ja noch gar nicht, ob du recht hast oder falsch liegst. So, was ich sagen wollte, ich habe ungefähr vor, weiß ich nicht, gefühlten, oder 10 Jahren oder was, zum letzten Mal so eine Fernsehzeitung in der Hand gehabt. Und wie war es bei dir? Vor ein paar Wochen bei meiner Mama. Mein Gott, du bist so altmodisch, ganz ehrlich, musst du alles kaputt machen? Ach, schau hier. Da will man mal herziehen. Oh nein, Melly macht alles kaputt. Das ist ja interessant.
Hör dir mal an, Klößchen, was hier über Liebe macht Laune steht. Gedreht wird die Serie in den Grüneberg Studios. Seit den 50er Jahren bekannt als Schmiede kleiner Stars und großer Talente. Bestes Beispiel das Debüt des draufgängerischen Doremi Fasso in Der Schlosser von Rimini. Er war der erste Schauspieler, der von Grüneberg aus dem Ruf nach Hollywood folgte. Grüneberg Studios? Das liegt doch auf dem Gelände an der Doremi Fasso Straße. Demnach wird Liebe macht Laune in unserer Stadt produziert. Nein. Dort treibt sich Mikey Hobler bestimmt herum. Oh mein Gott. Suchen wir also nach dem Knirch auf dem Szenenfoto. Das machen wir. Oh, Mikey. So, ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt einen neuen Ort endlich. Darauf habe ich gewartet. Den schauen wir uns im nächsten Video an, oder? Ja, ich denke auch, weil da ich den Timer auch ein bisschen später gestellt habe, müssten wir jetzt schon wieder eine halbe Stunde oder irgendwas haben. Deswegen machen wir mal lieber Schluss. Also beim nächsten Mal versuchen wir ins Studio reinzukommen und wir klären auf, gehört Brasilien jetzt zu Amerika oder nicht? Deswegen umso wichtiger, wenn ihr geografisch genauso eine Vollniete seid wie ich, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Gebt uns einen Daumen hoch als Mitleid, weil ich ein IQ unter 60 habe. Und lasst uns gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen, nur bitte nicht, wie blöd ich bin. Ansonsten sind jegliche Kommentare gern gelesen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.